Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alweb Bestwin. Wir sind hier noch dabei, in Alagana mit den Leuten zu reden und zu schauen, ob sich hier jemand für die Befreiungsarmee rekrutieren lässt. Und deswegen sprechen wir jetzt mit Griseldis. Hey du, halt dich fern von mir! Heute ist kein guter Tag für belanglose Gespräche. Ob ich ein Problem habe, bei dem ich Hilfe brauche? Machst du Witze? Ich habe 99 Probleme und eins davon ist mein Bein. Ich kann es kaum bewegen. Es tut weh, besonders in der Mittagshitze. Das Einzige, was hilft, ist ein Heiltee aus Kapulihorn und Hornrabenkralle. Der lindert die Schmerzen etwas, aber die Zutaten sind nicht einfach zu bekommen. Du würdest mir die Zutaten besorgen? Weißt du auch, dass man dafür einen Kapuli und einen abanischen Hornraben erledigen muss? Da bin ich ja mal gespannt, ob du dein Wort auch hältst. Okay, na dann gehen wir mal die beiden Dinger zu erledigen. Okay, die sind dann also da draußen vor dem Dorf. So, also da ist schon ein Chapulli. Gehen wir da noch mal. Ein Viech erledigt. Fehlt noch ein anderes. Ach, das ist dann da hinten. Okay. Da haben wir einen abanischen Hornrabe. Den machen wir doch auch mal schnell fertig. Okay, na dann gleich wieder zurück nach Alagana. Hast du wirklich die Zutaten besorgt? Oder bist du hier, um mir zu sagen, dass du doch keine Lust hast, mir zu helfen? Doch. Alles da. Oh, du hast dein Wort gehalten. Wer hätte das gedacht? Es tut mir leid, dass ich so unfreundlich war. Mein Bein quält mich jeden Tag mehr. Und wir haben schon viele Enttäuschungen erleben müssen. Und dann ist heute noch diese Sache mit der Patrouille passiert. Die haben auch mein Bein so zugerichtet. Sag mal, bist du von der Befreiungsarmee? Dann lass mich dir mal erzählen, was passiert ist. Ich wollte raus in die Zinnen, um zu jagen. Kaum habe ich das Dorf verlassen, da rennt mir eine Patrouille über den Weg. Die sehen meinen Speer
und denken, ich bin eine Widerstandskämpferin. Dabei wollte ich doch nur auf die Jagd gehen, um meinem kranken Vater etwas zu essen zu machen. Diesen Bastarden habe ich es zu verdanken, dass ich nicht laufen kann. Mein armer Vater leidet weiter. Wenn ich dich nur etwas früher getroffen hätte, es wäre mir eine Ehre, an der Seite einer so edlen Kriegerin zu kämpfen. Okay. Und dann geht's gleich mal zurück zu Mefrit. Also, ich denke, zwei Leute haben wir schon fast so weit mitzukämpfen. Ich habe meinen Proviant abgegeben und versprochen, eine Karawane mit Lebensmitteln vorbeizuschicken. Aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Es wird immer gefährlicher für die Bewohner, das Dorf für die Nahrungssuche zu verlassen. Die Galaer machen immer noch Jagd auf Aufständische. Sie sind wahrscheinlich nicht wählerisch in der Auswahl ihrer Opfer. Frag doch Lyse mal, ob sie jemandem helfen konnte. Ganz kurz schauen, was ich eigentlich. So, dann, hallo Lyse. Aber nicht doch, ich wollte doch nur. Und wo warst du die letzten 20 Jahre? Auf der anderen Seite des Walls und hast es dir gut gehen lassen? Keinen Moment hast du an deine Heimat gedacht, stimmt's? Das ist nicht wahr. Gehörst du da auch zu dieser selbsternannten Befreiungstruppe? Auf eure Hilfe können wir verzichten. Ihr wollt uns ja doch nur dazu anstacheln, ein Castrum mit nichts als Spitzhacken und Spaten anzugreifen. Habe ich recht? Danke, aber die Eisenmasken haben schon genug Unheil über uns gebracht. Und du? Du hast hier nichts zu sagen. Du weißt nicht, wie es ist, unter den Stiefeln der Galea zu leben. Du warst ja nicht hier. Du bist keine von uns. Ich liebe das Dorf und ich liebe seine Bewohner. Wenn ihr ein Herz habt, dann geht und zieht uns nicht in euren Krieg nicht mit rein in euren Krieg. Wir haben schon genug Helden beerdigt. Was soll man sagen? Er hat recht. Ich habe keine Ahnung, was das Dorf in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat. Trotzdem, das ist keine Sache, die nur dieses Dorf angeht. Es geht um die Zukunft von ganz Alamigo. Gehen wir zurück zu Mefrit. So. Dann schauen wir mal, was Mefrit jetzt sagt. Raganfrid ist mit seiner Meinung nicht allein. Wie er denken hier viele. Kein Wunder nach dem, was am Belzawal passiert ist. Ich dachte, sie würden auf mich hören, weil ich doch auch von hier bin. Aber so einfach ist das nicht. Im Gegenteil, sie werfen mir vor, nicht da gewesen zu sein, und es stimmt. Mach dir keine Vorwürfe, Lyse. Lyse, ich bin auch geflohen. Und wenn ich nicht geflohen wäre ich heute vielleicht tot und könnte mir nicht mit dir und Alweb gegen die Galea kämpfen. Ich mache mir keine Vorwürfe, ich habe nichts zu bereuen. Es muss eben jeder für sich entscheiden, wie er kämpft. Hilfe! So hilft doch jemand! Was ist da los? Sehen wir nach. Wer Kater? Diese diebischen Rattenviecher
unser Tribut. Ruhig, sag uns, was ist passiert. Mein Bruder Verkata und ich waren unterwegs zum Castrum, weil doch der Tribut fällig ist. Und dann haben uns die Kirin überfallen. Sie haben meinen Bruder mitgenommen, zusammen mit unserem Geld. Mitgenommen? Wohin? Ich weiß es nicht. Sie sind Richtung Süden gelaufen. Ich flehe euch an. Verkata ist der letzte meiner Brüder, der noch lebt. Wenn er nun auch noch... In der Richtung liegen doch die Ruinen des alten Stufentempels. Die rote Zikurat. Wenn die Kirin ihn dorthin verschleppt haben, ist er so gut wie tot. Mefred, Elbib, wir müssen der Frau helfen. Wir müssen ihren Bruder retten. Wir müssen den Mann finden, oder zumindest das Geld. Die Galeer neigen zu heftigen Reaktionen, wenn sie ihren Tribut nicht bekommen. Also los, lasst uns nach ihrem Bruder Verkata suchen. Wie es aussieht, haben die Kirin ihn in ihr Lager an der roten Zikurat südwestlich von hier verschleppt. Freiwillig werden sie ihr Frühstück nicht herausrücken. Bereiten wir uns lieber auf einen zähen Kampf vor. Wir müssen den Mann retten, bevor die Kirin ihn mit Haut und Haaren verspeisen. Okay. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Dahin. Ah, das dürfte ja hier entlang sein. Das dürfte auch da sein, wo in der Nähe dann. Genau, Nordost. Ah, da müssen wir hin, okay. Das ist jetzt nämlich da, wo die eine Windätherquelle auch in der Nähe ist, meine ich. Genau, die ist hier im Süden. Und da haben wir schon mal so einen Zielort hier. Hilfe! So hilf mir doch jemand! Verkata? Er muss ganz oben auf der Zikurat sein. Wollt ihr unser Frischfleisch haben? Wir geben nichts ab! Mefred, drücken Sie ihr... Freiwillig rücken Sie Verkata nicht heraus. Dann holen wir ihn uns eben mit Gewalt. Ach, die Kikirin. Ja, die hätte ich jetzt. Das sind die, wo ich falsche Stimme vorhin gegeben. Na gut. Okay. Da ist schon der erste. Ah!
wollten wir da im Kreis die wahrscheinlich auftauchen, Kikirin erledigen. Aber dann eben erstmal den hier. Okay. Weiter geht's. Der Story-Kicker ist einfacher als der, der normal hier rumläuft. Ja, müssen wir uns hier durchkämpfen. Der nächste. So, okay, dann werden die zwei auch erledigt. Ich kann nochmal schauen, wo ist die Windätherquelle? Richtung Süden. Okay, also weiter da. Die Frage ist, die Windätherquelle auf dem Tempel oder... Nordwest. Okay. Die ist, glaube ich, irgendwo. Sieht man sie? Ah ja, okay. Da unten sehe ich was aufblitzen. Ah, okay. Da muss ich auf dem Rückweg mal schauen. Ah, hier macht er dieselbe Quest wie ich. Der befreit hier auch gerade Bergkrater. Och, das ist ja jetzt gemein. Meine Viecher gehen auf ihn los. Warte, den nehme ich dir ab. Bergkrater, hier. Geht's dir gut?
Was wollen diese Rattenviecher nur von mir? Seit Monaten esse ich nichts als Sandhafer, um für den Tribut zu sparen. Ich schmecke doch bestimmt widerlich. Da ist er ja. Und er lebt. Seid ihr etwa hier, um mich zu retten? Wir haben deine Schwester getroffen. Keine Angst, alles wird gut werden. Meine Schwester? Sie lebt? Dem Zerstörer sei Dank. Dafür, dass er sie beschützt und euch zu mir geleitet hat. Es gibt also doch noch etwas, an das man glauben kann in dieser Welt. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr von den Kikiden auftauchen. Hast du deinen Tribut noch? Der Tribut? Ich muss ihn sofort abliefern, bevor auch die letzte Frist verstreicht. Jetzt sofort? In dieser Verfassung? Verglichen mit dem, was die Galeer mit mir und meiner Schwester machen, wenn wir nicht schleunigst zahlen, bin ich doch in Topform. Außerdem ist der Wachturm der Galeer nicht weit von hier. Da kann ich den Tribut bestimmt auch bezahlen. Oh, mir wird schon schummrig, wenn ich daran denke, den galeischen Geldeintreibern unter die Augen zu treten. Wir sind schon einen Monat mit der Zahlung in Verzug und die Galeer sind nicht als nachsichtige Gläubiger bekannt. Oh. Na. Du erstmal hier fertig gemacht. Ich bin froh, dass wir ihn retten konnten, aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass wir in die Schwierigkeiten gerade erst anfangen. Dann schauen wir das weiter, wie es dem geht und wie es mit dem Tribut weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!